Hallo! Hier in Berlin geht's wie immer rund. Die Politik ist krankgeschrieben. Nee, nicht Corona, sondern noch schlimmer, die Politik hat SPD. Mal wieder. Die Andrea Nahles Gedenkmobberei war ja die einzige Großveranstaltung, die in diesem Jahr nicht verschoben wurde. Verloren hat der langjährige innerparteiliche Intrigenmeister Johannes Kahrs. Eigentlich wollte er Wehrbeauftragter werden, aber der bisherige Amtsinhaber Hans-Peter Bartels wollte diesen Posten behalten. Kein Problem, sagt Fraktionschef Mützenich. Dann verspreche ich den Posten eben euch beiden. Am Ende wurde es keiner von beiden, sondern Eva Högel nach dem bewährten Koalitionsrezept. Experten ja, aber doch bitte nicht auf ihrem Gebiet. Kahrs gab dann entnervt sein Bundestagsmandat zurück. Ich fand den als Redner immer klasse. Zum Beispiel 2018 hat er im Bundestag gegen die AfD folgendermaßen gepoltert. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Und Kronen der Schöpfung wie Beatrix von Storch, Alexander Gauland und Armin Paul Hampel treten tagtäglich im Plenum den Beweis dieser Feststellung an. Johannes Kahrs, der Hamburger Hochleistungshautdegen, der Träger des schwarzen Gürtels in Strippenzieherei, der war immer überall mit dabei, wenn es um Personalentscheidungen ging. Ein echter Wehrbeauftragter. Er ist übrigens auch Mitglied des sogenannten Lassalle-Kreises in Erinnerung an den ersten SPD-Vorsitzenden Ferdinand Lassalle, der sogar noch ein bisschen mehr aggro war als Johannes Kahrs. Der hat nämlich damals ein Duell angezettelt und ist dabei aus Versehen verstorben. Sein coolster und ehrlichster Diss war 2017 in der Debatte um die Einführung der Ehe für alle. Die ist ja von Frau Merkel eher unabsichtlich auf die Tagesordnung gesetzt worden. Und seine Rede beendete er in Richtung Merkel folgendermaßen. Das ist erbärmlich, das ist peinlich und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts. Tja, auf solche Szenen müssen wir in Zukunft leider verzichten. Das Kahrs dann wohl. Johannes Kahrs ist ja Oberst der Reserve, inzwischen eher Oberst der Konserve, aber er kann sich trösten. Er ist ja bekennender Disney-Fan und hat in Zukunft einfach viel mehr Zeit für seine Sammlung der lustigen Taschenbücher. Und da wird es ihn trösten, dass in Entenhausen die Politiker immer als Schweine dargestellt werden.